ohne viel nachzudenken, ohne Vorbereitung. Was würden sie finden? Du bist neugierig, hatte die Frau gesagt. Also bist du wie wir. Es gibt noch andere da draußen, Menschen, die sich erinnern. Kommt und findet uns. Wo sind wir? Stopp! Das ist nicht das Ende. Alter, das ist buchstäblich das Ende. Oder ist es der Anfang? Kann es das eine ohne das andere geben? Ben, ich muss neu kalibrieren. Ja. Ben. Hey, jetzt schalt's doch einfach ab. Mein Kompass geht nicht, ich krieg kein Signal. Ich muss... Es macht keinen Sinn, wenn wir nicht wissen, wo wir hingehen. Das ist... Es bringt doch nichts. Ich hab null Empfang. Dude, mach mal dein IC aus, komm. Nur für eine Sekunde. Guck mal da. Es war genau so, wie die Frau mit der Karte es gesagt hatte. Mitten im Nirgendwo ein Schloss. Ich klopf mal. Und tatsächlich, es schien, als würde sie jemand erwarten. Da seid ihr ja. Kommt rein. Was war das für ein Ort? Und obendrauf kam dann auch noch der Klimawandel. Es gab Feuer von nie gekannten Ausmaßen. Im Amazonas, in Kalifornien, überall auf der Welt. Hurricanes mit einer unglaublichen Zerstörungswucht. Die Niederschlagsmuster verschoben sich. Die globale Temperatur stieg immer weiter. Die Leute stöhnten. Diese Sommer sind unerträglich. Es ist wie in der Wüste. In den 20ern wurde das Realität. Es war plötzlich nicht mehr etwas, was in ferner Zukunft eintreten würde. Es gab damals immer noch Politiker, die den Menschen erzählten, dass es den Klimawandel nicht gäbe. Und weil die Menschen ihr Verhalten nicht ändern wollten. Und weil es doch so viel bequemer ist, nicht zu handeln, wurde das auch immer wieder geglaubt. Als Politiker in den 2010er Jahren sagten, ich glaube nicht, dass es zu einer globalen Erderwärmung kommt, war das unfassbar ignorant. Es kann unmöglich einen Zweifel an den wissenschaftlichen Erkenntnissen gegeben haben. Die wissenschaftliche Gemeinschaft hatte die Welt gewarnt. Was ist das denn? Guck dir mal diesen Hals an. Das ist Giraffe. Nichts davon ist echt, Mann.
was ist, wenn es echt ist? Was ist mit diesen Tieren passiert? Sie sind ausgestorben. Alle wussten, dass das passiert. Ich meine das ernst, alle wussten das. Die Menschen, die in den 2020er Jahren auf ihre Umwelt geschaut haben, wussten ziemlich genau, was los war. Hast du schon mal vom Shifting Baseline Syndrom gehört? Man gewöhnte sich an die Veränderung. Habt ihr protestiert? Nicht genug. Ey, was soll das? Komm, stell ein. Es gab noch so viele andere Tiere, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Und so begann ihre Reise, deren wahre Natur noch im Verborgenen lag. Jungs, wir müssen das veröffentlichen. Was wir sehen, ist unglaublicher Reichtum. Seht euch um. Und ihr seid die Letzten, die das noch können. Aber ihr seid auch die Ersten, die wissen, wie. In den 20ern wurde das Realität. Es war plötzlich nicht mehr etwas, was in ferner Zukunft eintreten würde. Heute ist der Tag. Aber es gibt eine Zukunft. Und hier leben auch Menschen. Euch gehört diese Zeit, wo jederzeit etwas Krasses passieren kann.